Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Ja, in der letzten Folge haben wir ein großes Geheimnis rausgefunden. Und jetzt stehen wir hier am Rande des Abgrunds sozusagen und wissen nicht genau, wie wir eigentlich weiterkommen. Fällt mal gerade so auf, weil wir hier eigentlich gar nicht weiterkommen. Da unten ist noch so eine Art Vorsprung, der bringt uns aber nicht allzu viel. Da können wir nicht weiter. Ach, da hinten kommen wir nicht. Und ich habe hier auch nichts, wo ich mich dran entlanghangeln könnte. Aber wir können ins Wasser springen, oder? Ist das tief genug? Ich hoffe. Kamikaze! Ja, okay, super. Was nicht so super ist, wenn das Ding am Leuchten ist, wenn ich im Wasser bin, heißt das normalerweise, dass der Schatz unter Wasser ist. Ja. Und das ist er hier auch mal wieder. Oh, Moment. Habe ich da was gesehen gerade? Ja, perfekt. Sehr schön. Und dann haben wir das auch. Kann ich hier irgendwas drauf liegen, ne? So, da ist wieder was, wo wir durchschwimmen müssen. Und sonst können wir, glaube ich, hier nichts machen, wenn ich das richtig sehe. Was war das? Oh, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Oh, bei sowas bin ich mit Tomb Raider gestorben. Beeilt euch, Mädels. Immer wenn ich da irgendwo was machen musste, dass ich da was wegschieben musste oder so. Okay. Boah, ich hab's ja gesagt. Moment. Wo ist der jetzt angesprungen? Na? Hier ist der angesprungen, aber für wenn ich rausgehe, oder? Anscheinend, ja, genau hier. Eine Sanduhr, sehr schön. Ah, hier kommen wir aber anscheinend Da nicht kommen wir wieder weiter. rein. Alles klar. Oha. Okay, da nicht, aber hier. Ich freue mich schon drauf. Es wird wieder eine Kletterpartie. Frage ist, müssen wir hier rechts durch das Loch durch? Ich würde ja links klettern. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt der gleiche Weg ist. Scheinbar ja, aber. Ah, da oben könnten wir theoretisch rum. Na komm. Und dann springen, oder was? Ja, super. Damit haben wir ja so viele gute Erfahrungen. Danke fürs Vorgehen. Gern geschehen. Ganz eindeutig seine Tochter. Ganz eindeutig, sage ich nur. Er macht auch immer alles kaputt, genauso wie sie. Alles okay? Tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey! Nadine Ross! Ja. Oh mein Gott! Was zur Hölle? Sag mal, geht's bei der noch? Sache? Ah, Klugscheißer! Jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen, wegen dieser blöden Kuh, oder was? Na toll! Können wir hier auch rüber, oder? Weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist hier. Von der Seite aus nicht, aber von der Seite aus doch bestimmt, oder? Naja, gut, eine Abkürzung ist es nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall auch hoch. Ist sie jetzt abgehauen oder wartet die da wenigstens noch auf uns? Sie ist weg? Hallo? Nadine? Geht's noch? Bereit? Ich hab dich im Auge. Hm? Ist ziemlich eng hier.
Den letzten Abhang werde ich dich dann runterstoßen, egal ob unten Wasser ist oder nicht. Oh, hallo. Was für eine hübsche Stadt. So. Zu was hat sie jetzt Hallo gesagt? Zu dem Felsen oder was? Das war jetzt noch nicht mal ein Kopf, ne? Hallo Vögelchen. Das kennen wir doch. Da waren wir doch eben schon mal. Wir können rüberschwingen. Ja, hast du mich deswegen schon... schon mal in die Richtung gestoßen gerade, oder? Ja, da. Geh mal wieder schön zurück. Da war da was mit Foto gerade. Ja, heißt dann wohl schwimmen. Ich finde es aber immer wieder fantastisch. Ich meine, egal was die für ein Handy dabei haben, egal was die für Ausrüstung dabei haben. Grundsätzlich ist es immer so, ich wusste es. Grundsätzlich ist es immer so, dass die Sachen nicht kaputt gehen. Ich meine, gut, man braucht so eine Ausrüstung natürlich auch, ne? Eine wasserfeste Ausrüstung, wenn man sowas macht. Aber es ist trotzdem immer wieder cool. Muss ich hier durch? Ich sehe hier überhaupt nichts. Das ist so dunkel. Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Doch? Ich dachte es mir schon, aber... Okay. Immer mit der Ruhe. Was? Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Mein Gott. Siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Ach du heilige Scheiße. Das trifft's. Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Ja. Da gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Shit. Mir fällt gerade was auf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen? Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. Oder er findet uns. Stimmt, der hatte die ja bei dem Gerangel da abgenommen, ne? Geht's da hoch? Mal sehen. Theoretisch ja. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob da hinten nicht eventuell noch ein Schatz sein könnte. Hier drüben, Nadine. Alles klar? Aber hier soll anscheinend einer sein. Nee, da geht's wieder... Oder komme ich da doch durch? Nee. Komme ich da durch? Ja! Genau, bloß nicht rüberlaufen. Obwohl, theoretischerweise könnte ich auch so darüber, ne? Aber hier unten liegt der nicht, so wie es aussieht. Es hört sich eher so an, als ob das... da komme ich auch nicht hoch. Das hört sich eher so an, als ob das entweder wirklich hier in so einer Kammer drin ist... oder obendrauf. Ich hoffe, dass wir dann in die Richtung auch kommen. Oder auch nicht. Shit. Hier darf man wieder nichts sehen. Ah doch. So. Ah, das sieht schon besser aus. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Was ist das da oben? Eins nach dem anderen. Okay. Ja, Kurbeln ist gut, aber hier oben höre ich das Geräusch jetzt wieder nicht mehr. Ob das vielleicht da auf dem Vorsprung sein soll? Mal gucken, ob wir da eventuell mit weiterkommen, aber ich denke mal eher nicht, dass wir da durch den Schatz finden. Ich drehe hier mal dran. Die Hand bewegt sich. Ach so. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber mir fällt jetzt erst die Königskobra um Shivas Hals auf.
Das ist Vasuki, ein König der Nagas. Wesen, die als Königskobra erscheinen. Steht für seine Macht über Angst und Tod. Hm. Kobras sind meine Lieblingsschlangen. Ich glaube, ich habe keine Lieblingsschlange. Oh doch, ich meine, man hat doch die eine oder andere, die man cool findet. Okay, und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Trotzdem, mich nervt das jetzt mit diesem einen Schatz hier. Weil wir können ja auch zu der Seite rüberklettern. Das Problem ist halt, man sieht nichts, weil man nicht selber das Ding anschalten kann hier, die Taschenlampe. Und selbst wenn, würde man wahrscheinlich auch so nichts sehen. Oh, mich wurmt das jetzt, dass wir den liegen lassen müssen. Okay. Willst du da jetzt noch... Ne, du willst jetzt nicht weiter springen, so wie es aussieht. Mädel? Ich würde gerne hier runter. Ich habe nur ein bisschen Panik, weil das so schräg ist, dass ich da runter falle. Ah, da vorne ist noch eine Kurbel. Ja, ich würde sagen, ich springe. Ihr Drecksäcke, ich habe den Schatz gefunden. Nein, nein. Nein, du sollst dich runterlassen, du blöde Kuh. Yes. 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 Das Blöde ist nur, obwohl, ich bin mir nicht sicher. Können wir da rüber springen? Wahrscheinlich nicht, ne? Geh doch einfach mal da hoch. So, und jetzt auf die Seite, genau. Doch, sie kommt wieder da hoch. Ja, klasse. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt natürlich auch komplett rüber springen. Dann mussten wir den Schatz doch nicht liegen lassen. Sehr schön. So, das ist so irre, dass ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Okay, da kann ich mich beeilen. Oh nein, 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 nein. Das ist nicht so eine Kack-Zeitsache. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Nein. Super Vorschlag. War echt knapp. Fast hätte ich meine Hose zerstört. Komm. Wow. Geh noch eins höher. Ich kann von hier mein Haus sehen. Was? Also das mit der Hornhaut an den Händen, was sie immer wieder sagt, kann ich gut nachvollziehen, weil sie muss ja auch die spitzen Kanten immer festhalten, ne? Ja, bin gleich unten. Ja, ich bin gleich unten, weil ich Rutschpartie mache, oder? Ich weiß ja nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich hätte ja eigentlich versucht, noch weiter nach oben zu gehen, aber wenn sie sagt, sie ist gleich unten, man hier offenbar auch nichts groß machen kann, wo man hochklettert. Würde ich sagen, das ist cool. Kamikaze. Oh, ah, echt rutschig. Gut gemacht. Danke. Wo ist sie denn? Sie redet hier die ganze Zeit mit mir. Sie hat zwar gesagt, sie guckt sich die andere Seite an, aber... Die kann man nicht hoch, oder? Nein. Auf dieser Seite kann man nicht hochklettern. Das habe ich auch gerade festgestellt. Wir können von hier auf die Plattform springen. Ach, da ist sie. Ja, dann spring mal vor, ne?
Zeig mir mal, wie es geht. Achso, auf die Plattform. Okay, verstehe. Ich dachte jetzt oben dran rumhangeln. Okay. Die Frage ist nur, was bringt das uns das? Das auf der anderen Seite dieser Fenster. Cool. Können wir da hoch? Dein Ernst? Da kannst du nicht hoch, aber alles andere, was so aussieht, kannst du hoch. Unten wäre dann, aber das ist wieder die andere Seite. Das muss doch irgendwas mit denen da oben zu tun haben. Da hat die doch gerade von gesprochen. Haltegriffe auf der anderen Seite vom Fenster. Was das? Ah, okay. Ich dachte gerade, ich hätte jemanden gehört. Dann mal los. Okay, ich nehme die hier. Musst du erst noch an die andere, ich denke? Ich hole Shivas Trommel runter. Oh, das ist die mit dem Dreizack. Dann mal los. Tja, und nu? So weit können wir doch nicht springen. Abgesehen davon, dass das auf Zeit läuft. Aber so weit kann ich doch nicht. Und ich kann ja doch nirgendwo... Verdammt! Na gut, dann versuchen wir es nochmal. Bereit, wenn du es bist. Tja, ernsthaft? Soll ich da jetzt von hier oben drauf springen? Das ist irgendwie... Ich meine, dass das auf Zeit läuft und so, ja, gut, ist okay. Aber das schafft die doch nicht, ohne irgendeine Unterstützung da reinzuspringen, also da drauf zu springen von hier aus, oder? Oder ist das. Nee. Von hier aus ist es auch viel zu weit. Nö. Das habe ich mir schon gedacht. Wie soll man das denn machen? Mal irgendwie von da aus da rumspringen? Ah, okay. Gut, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid, weil das werden wir ja jetzt nicht mehr schaffen vom zeitlichen her. Ich versuch's zwar nochmal, aber... Ja, da komme ich noch nicht mal hochgesprungen. Geil. Ja. Oder es geht doch. Sie hat sich dann nur so ein bisschen komisch festgehalten, habe ich jetzt gedacht. Das klappt nicht mehr. Und jetzt drehen wir das Wasser auf dieser Seite auf. Alles klar. Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Hey. Oh. Wollen wir? Ich gehe schon mal vor. Sie kümmert sich erst noch um die Botanik hier. So. Ich wollte euch nicht stören, meine lieben Freunde. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Und nun? Das bringt uns jetzt nur nichts. Wir könnten theoretisch jetzt wieder nach unten, aber... Wozu, ne? Moment. Ach so, doch, hier ist ein Auto. Was ist? In einem Moment wissen wir mehr. Okay.
Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Ich schätze, wir sind noch nicht fertig. Wenn die Hoysala etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Dann mal rüber. Und was ist das alles? Also wir sind auf... Ah, Moment, da können wir auch noch was machen. Aber ich guck hier erstmal, ob hier sonst noch irgendwas ist. Vielleicht zum... Na gut, zum Öffnen wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht ein Schatz noch zum Einsammeln oder so. Dass wir springen können, ist ja alles schön und gut, aber ich möchte auch nichts irgendwie übersehen. Okay. Kann man das selber? Vorsicht. Die Kante sieht nicht stabil aus. Alles klar. Das bewegt sich. Aber das bringt uns nichts, okay. Wahrscheinlich müssen wir das machen, wenn wir die Dinger hochgezogen haben oder so. Mit der hat es die Zeit nicht gut gemeint. Aber das Ding kann man nicht drehen, ne? Also wir haben auf der Seite eins, was wir bewegen können. Ich weiß, ich kann da noch rumhangeln. Och, lauf, komm. Kannst du einfach mal durchgehend laufen? Das wäre so viel besser. Ah, okay. Ist jetzt die Frage. Das Ding, das hier, das ist ein Prisma. Die Frage ist nur, ist das jetzt so richtig? Oder können wir die andere, die können wir anscheinend nicht treffen, so wie es aussieht, ne? Hä, gerade war es doch noch richtig. Okay, auf jeden Fall können wir die drehen. Das Problem ist nur, ich denke mal, dass die dahin muss, wo die eine halt nicht richtig drin steht. Ich denke mal nicht, dass die hier hin muss, oder? Hier habe ich nämlich jetzt nichts gesehen. Ah doch, da ist doch eine. Frage ist nur, wie müssen wir die hier drehen? Die müsste dann ja ungefähr so hinzeigen, dass die zu der anderen geht und die dann vielleicht gegenüber hin zeigt. Das könnte sein. Schaffe ich das oder muss ich oben rum? Ihr seid doch gelenkig. So. Wobei ich eher glaube, dass die ganz rechts rein muss, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber... Huh! Scheiße! Ich habe vergessen, dass da keine Kante mehr ist. Und die lief jetzt gerade so gemütlich da hinten rum. Oh mein Gott. Okay. Also ich vermute, kleiner Herzinfarkt am Rande, ich vermute, dass das Ding wirklich nach rechts
muss, also gedreht werden muss, damit wir hier einmal die Ketten... Hallo, bleibst du mal hier stehen? Damit wir einmal die Kettenreaktion hier haben. Nein, andersrum. So haben wir die denn. Doch schon viel zu weit, oder ist das nur dieses Ding auf der Rückseite? Man muss doch den Prisma selber dahin biegen, oder? Achso, mehr kann ich nicht. Ja, dann dreh wieder zurück. Hallo. Weiter. Noch ein Stück. Was macht die denn? Nein. Muss doch eigentlich, wenn das von da aus kommt, dahin reflektieren. Wieso funktioniert das nicht? Also das, gehe ich stark davon aus, muss als letztes gemacht werden. Also normalerweise würde ich sagen, dass die einfach dahin guckt. Aber das funktioniert ja offenbar nicht. Was ist mit dir nicht in Ordnung, dass das nicht funktioniert? Der Strahl geht auf einer Seite rein und muss reflektiert werden. Oder ist das der... Moment. Aber das habe ich ja eben auch schon ausprobiert. Das funktioniert ja auch nicht richtig. Nein, andersrum. Wenn ich das jetzt so ein bisschen biege. Dass der Strahl so ein bisschen gebrochen wird. Funktioniert ja auch irgendwie nicht. Ah, jetzt! Oder? Aber zur falschen Seite. Toll. Dann noch ein Stückchen. Und noch ein Stückchen. Und noch ein Stückchen. Jetzt! Sieht gut aus. Ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Muss ich nicht verstehen? Klar hatte ich das. Womit? Mit dem, was du gesagt hast, da wo die Statuen und Äxte waren. Dass aller guten Dinge drei sind. Drei Spitzen eines Dreizacks, das Licht teilte sich in drei Strahlen auf. Ja, ist logisch. Drei ist ja auch eine heilige Zahl. Wird ja liebend gerne für sowas genommen, ne? Okay, wir schauen jetzt erstmal hier. Der, bleibst du auch mal stehen? Der geht schon weiter dahin, aber ist anscheinend entweder noch nicht hundertprozentig richtig. Jetzt sehe ich den Strahl gar nicht mehr. Moment, doch da, so ein bisschen daneben ist der, ne? Na komm schon. Kann die auch mal einfach stehen bleiben? Hallo? Drehen! Oh, ist nicht dein Ernst. Ich probiere den mal anders dahin zu stellen. Schon komisch, dass er das nicht hinkriegt mit dem kleinen Millimeter, der jetzt da noch fehlt. Schau hoch. Ah, okay. Was? Moment, jetzt geht das dahin. Okay. Und nun? Ich muss aber jetzt nicht da oben auch noch das Ding einstellen, oder?
Ich denke mal, der grüne Punkt zeigt nur so viel wie, da müssen wir hin. Nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. In alle Richtungen. So, jetzt wird... Ach, da oben. Ich wollte gerade sagen, jetzt würde ich gerne springen. Aber das Springen ist eigentlich nur von links nach rechts. Da komme ich nicht mit nach oben. Wobei, ich denke, dass ich das auch nicht muss. Das Komische ist, ich kann halt nicht auf die andere Statue. Ich denke mal, dass die eigentlich den Strahl erhalten muss. Damit die Tür aufgeht. Das Problem ist nur... Der Strahl geht ja schon nach oben. Für mich sieht das aus, als ob das jetzt alles richtig eingestellt ist, aber... Der geht nach oben. Der geht irgendwo da in dieses Ding rein und dann ist halt diese grüne Stelle. Die geht dahin und dann wieder nach hier. Ganz ehrlich, für mich sieht das total richtig aus. Aber die Tür geht halt nicht auf. Das ist das Problem. Warum jetzt hier ein lilaner Strahl vorbeikommt, weiß ich auch nicht so genau. Was ist mit dir? Warum? Das wird nach oben gestrahlt. Das ist aber doch eigentlich richtig. Oder müsste ich den irgendwie noch so einen Millimeter oder sowas verschieben? Wäre dann die Frage, wo würde denn das Grüne hingehen? Weil theoretisch könnte man das noch so einen Millimeter verschieben, ne? Das ist wieder so ein Rätsel, was mich total nervt, ehrlich gesagt. Weil das so Millimeterarbeit ist. Komm jetzt, lauf einfach mal. Warum muss die immer mittendrin auf einmal gehen? Am besten hüpfe ich immer mal wieder zwischendurch. Vielleicht bleibt die dann nicht immer stehen. Sodass das ein bisschen schneller geht. Sieht zwar bescheuert aus, aber es geht dann wahrscheinlich was schneller. Hoffe ich zumindest. Moment, wenn da jetzt der Strahl drauf geht. Ich weiß nicht, vielleicht hätte die noch so einen Ticken zur Seite gestellt werden können, aber... Wirklich viel ist das jetzt nicht. Kann die auch noch bewegen? So, das ist das Gleiche. Jetzt ist es nicht mehr drin. Oh nee, also die stand schon gut. Okay. Es muss doch irgendwas mit diesem grünen Punkt da zu tun haben. Also beziehungsweise der grüne Punkt, der kommt ja letztendlich wieder auf das Prisma zurück. Kommt von da auf das Prisma zurück. Problem ist, wie soll man das dann... Weil sobald ich das Ding ja bewege, ist ja alles weg, weil ja dieser Ursprungspunkt dann auch wieder weg ist. Das ist halt das Problem. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob mir jetzt eine Pause gut tun würde, dass ich jetzt sagen könnte, Hallo? Geht's noch? Wieso nimmt ihr den weg? So, da könnte ich jetzt noch mal... springen, aber bringt mir nicht viel. Da komme ich ja nur hier rauf.
Tja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ist jetzt blöd, weil es jetzt schon eine halbe Stunde geworden ist. Ich würde einfach mal sagen, dass wir hier erstmal eine kleine Pause machen. Dann kann ich nämlich gleich noch was essen und ja, gucke ich mir in der nächsten Folge das Ganze nochmal an. Vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob das hilft. Aber ja, wir werden es dann sehen. Das eine ist ja kaputt, das ist das Problem. Da gehe ich nochmal kurz hin. Aber das wird uns nicht weiterhelfen. Geh mir doch einfach mal aus dem Weg, Mädel. Oder? Scheiße, die hier ist kaputt. Lass mal sehen. Nee, oder? Moment. Hast du das? Ja. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Eben konnte ich damit noch nichts machen. Da hat die zwar auch gesagt, dass die kaputt ist. Du bist eine tolle Statue. Rüber mit dir. Das Ding ist schwer. Okay. Du bist eine tolle Statue. Das ist aber nicht ganz sicher hier. Das hat sie selber gesagt. Okay, da ist was passiert. Also kann ich den hinlegen? Nein, warte noch. Was ist los? Ich sehe von hier drüben nichts. Warte, halt noch eine Sekunde still. All das Wasser. Das ist ein Reinigungsritual. Oh, du kannst den Spiegel erst hinlegen. Scheiße. Wir haben uns gefunden. Mach dich bereit. Ist das euer Ernst? Ich wollte doch jetzt eigentlich... Entschuldigung. Wo kann ich die andere Pistole nehmen? Die ist echt kacke. Ich wollte doch nur eine Pause machen. So, Leute, ich würde sagen, das ist jetzt wirklich der beste Moment, vielleicht nicht gerade der beste Moment, dass wir tatsächlich eine, wieso zielt die eigentlich da hinten drauf, dass wir tatsächlich eine kleine Pause machen, bevor wir jetzt hier eventuell noch überrannt werden. Ich sag dir mal ganz schnell, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.